der magischen Feder ist es nun möglich, auch Bilder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu erstellen. Die Möglichkeiten hierbei scheinen unendlich. Du kannst alle Arten von Objekten, Lebewesen und Kreaturen in verschiedenen Szenen und unterschiedlichen Stilen von fotorealistisch bis hin zu Gemälden erstellen. Entsprechend wurden alle Bilder, die du hier sehen kannst, mit Hilfe von KI generiert. Hier stellt sich für dich eine wichtige Frage. Sind diese Bilder urheberrechtsfrei? Grundsätzlich unterscheiden sich Urheberrechte von Land zu Land. Sowohl nach deutschem als auch amerikanischem Urheberrecht unterliegen KI-generierte Bilder nicht automatisch dem Urheberrechtsschutz, da es an menschlicher Beteiligung und Kreativität mangelt. Doch wie ist die Generierung von Bildern innerhalb von Sekunden eigentlich möglich? Im Grunde werden die Bilder von Grund auf digital erstellt. Alles, was der Nutzer tun muss, ist, eine Texteingabe zu machen, die das gewünschte Bild beschreibt. KI-Algorithmen können originelle, qualitativ hochwertige Bilder erstellen, indem sie vorhandene Bilder kombinieren und verändern. Neuronale Netze können verwendet werden, um Bilder zu erstellen, die den Stil eines bestimmten Künstlers imitieren, zum Beispiel um ein Gemälde im Stil Picassos oder ein impressionistisches Gemälde zu erhalten. Ich zeige dir nun, wie du das optimale Briefing für die Generierung deiner Bilder erstellst. In den meisten Fällen benötigst du für die Generierung drei Zutaten. Dein Subjekt, also was auf dem Bild überhaupt zu sehen ist. Die Details und die Umgebung, also was mit diesem Subjekt ist, was es tut und wo es sich befindet. Und zu guter Letzt der Stil, Künstler oder Medientyp, also in welchem Stil das Bild generiert werden soll. Wenn ich mich an diese Anleitung halte, könnte mein Briefing zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Unser Subjekt ist eine Schildkröte. Die Details und die Umgebung ist das Schwimmen unter Wasser. Und zu guter Letzt legen wir fest, dass das Bild einem expressionistischen Gemälde ähneln soll. Derzeit versteht die KI-Bildtechnologie nur englische Textaufforderungen und Eingaben. Dies wird sich höchstwahrscheinlich in Zukunft ändern, aber bis dahin kannst du kostenlose Online-Übersetzer-Tools wie DeepL nutzen, um deine Eingabeaufforderungen zu übersetzen. Das haben wir hier in diesem Fall schon getan. Nachdem du nun die Grundstruktur eines guten Briefings kennst, möchte ich dir gerne ein paar weitere Tipps mit auf den Weg geben. Du kannst sowohl konkrete als auch abstrakte Konzepte generieren. Sei dir allerdings darüber im Klaren, dass konkrete Dinge für die KI leichter darstellbar sind als abstrakte Wörter. Wenn du also mit konkreten Wörtern arbeitest, kannst du besser vorhersehbare Bilder erhalten. Entsprechend wirst du mit dem konkreten Begriff Mikroskop immer ein Mikroskop erhalten. Mit dem abstrakten Konzept Hoffnung können dir allerdings völlig verschiedene Vorschläge unterbreitet werden. Nutze bei der Erstellung deines Briefings keine Verneinungen. Beschreibe, was vorhanden sein sollte und nicht, was fehlt. Die KI nimmt Dinge wörtlich. Wenn etwas in der Eingabeaufforderung steht, wird sie es eher abbilden. Entsprechend wird ein Mann ohne Bart einen bärtigen Mann ergeben. Formulierst du stattdessen positiv ein glatt rasierter Mann, wirst du dein gewünschtes Ergebnis erhalten. Achte auf die Formulierung, insbesondere wenn du verschiedene Objekte in Beziehung zueinander setzt, denn die KI versteht dies nicht immer. Versuche dich entsprechend klar und deutlich auszudrücken. Nutze also zum Beispiel statt Ententoaster lieber Toaster in Form einer Ente. Im Anschluss können wir unser Briefing sogar erweitern und Bildstil und Emotionen in unser Briefing integrieren. Du kannst viele verschiedene Kunststile miteinander kombinieren. Je ausführlicher und präziser dein Briefing, desto besser werden die Ergebnisse. Füge diese grundsätzlich an das Ende deines Briefings. Probiere es einfach aus. Deiner Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wie bedienst du also nun unseren KI-Bildgenerator? Du gibst dein Briefing in das Textfeld ein und klickst auf Bilder erstellen. Nach wenigen Sekunden erhältst du deinen Vorschlag und kannst diesen mit Klick auf das Download-Symbol rechts unten in der Ecke einfach abspeichern. Alternativ klickst du einfach erneut auf Bilder erstellen, um neue Vorschläge zu erhalten. Trotz allem sind der künstlichen Intelligenz Grenzen gesetzt. Entsprechend repräsentieren sie nicht immer die Vielfalt der Gesellschaft in Bezug auf Nationalität, Hautfarbe, Sexualität, Geschlecht und Religion. Die Darstellung von Details in komplexen Szenen funktioniert derzeit noch nicht einwandfrei und es ist darüber hinaus nicht möglich, Texte in die Bilder zu integrieren. Auch die Integration mehrerer Gesichter in einem Bild ist derzeit nicht ohne weiteres möglich.
Die Gesichter wirken in diesem Fall verzerrt. Sensible Themen wie Schusswaffen oder sexuelle Darstellungen lassen sich ebenfalls nicht integrieren. Mit der Generierung von Bildern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bekommen Menschen ein völlig neues Werkzeug in die Hand, das den Markt revolutionieren wird. Sei dabei bei dieser Revolution und probiere jetzt unseren KI-Bildgenerator aus.